Moin, Phil hier von Terra B und ich will dir heute mal die lang ersehnte Weichballistikhülle vorstellen. Die Hülle besticht durch ihr schlichtes Design und der Modularität und ist natürlich in Berlin gefertigt. Auf der Front hast du Lasercut-Molle und Flauschklett, somit kannst du individuell deine Pouches und Patches befestigen. Auf beiden Seiten befinden sich Gummibandschlaufen, dort hast du ebenfalls die Möglichkeit, Zubehör, Funk etc. zu befestigen. Auf den Flanken ebenfalls Lasercut-Molle, dadurch hast du die Möglichkeit, innerhalb des Kummerbundes nochmal zusätzlich Pouches anzubringen. Die Schulterpartie kannst du mittels Klett stufenlos verstellen und standardmäßig kommt die Hülle mit Rechteckschnallen. Neben den Rechteckschnallen ist der Kummerbund, der einfache Kummerbund, ebenfalls standardmäßig im Lieferumfang. Du hast die Möglichkeit, die Rechteckschnallen zu tauschen. Durch das System sind Schnallen mit einer 40 mm Breite verwendbar, sprich Rockschnallen, Cobra-Schnallen, so wie, wie dir das beliebt. Auf der Innenseite haben wir Mesh verbaut. Dadurch hast du eine leichte Polsterung und einen hohen Tragekomfort auch über Stunden. Die Rückseite ebenfalls Lasercut-Molle und Flauschklett. Wir haben auf der Mitte nochmal zusätzlich Flauschklett angebracht, damit du auch größere Patches, zum Beispiel so Quadrate, tragen kannst und dadurch nicht limitiert bist. Die Hülle gibt es in zwei Varianten. Einmal als Overt Soft Ballistic Carrier. Hier hast du zusätzlich zur Weichballistik noch die Möglichkeit, Hartballistikplatten unterzubringen. Sprich, du hast, wenn du auf der Unterseite das Fach öffnest, die Lasche, die Möglichkeit, eine Platte einzuschieben, diese mittels Sicherungsband in Position zu halten. Und die Lasche, wenn du die wieder schließt, ist das Fach zu, somit kann nichts rein und raus. Das ist auf der Vorder- und der Rückseite natürlich auch der Fall. Neben dem Overt Soft Ballistic Carrier gibt es auch die Overt Soft Ballistic Vest. Hier fällt das Plattenfach auf der Vorder- und Rückseite einfach weg und somit hast du die Möglichkeit, nur die Weichballistik zu tragen. Wie das Ganze aufgerödet aussieht, zeige ich dir jetzt. Das ist die Soft Ballistic Vest mit optionalem Zubehör. Und eines der größten Features dieser Hülle ist es, dass du deine ganze Funkkabellage verstecken kannst. Sprich, unterhalb der Lasercut-Molle-Fläche befindet sich eine weitere Fläche mit Flauschklett. Und dort hast du die Möglichkeit, über verschiedene Öffnungen Kabel ein- und auszuführen. Und diese auf dieser Flauschklett-Fläche gegebenenfalls zu sichern, falls das nötig ist. Und somit kannst du das ganze überflüssige Kabelgedöns unterhalb der Lasercut-Molle-Fläche schön geordnet platzieren. Ich habe es vorhin erwähnt, die Hülle kommt mit einem einfachen Kummerbund aus Gummiband. Hast natürlich die Möglichkeit, diesen abzugraden, zum Beispiel durch unseren Skeleton-Kummerbund. Dieser hat Lasercut-Molle und ist formstabil. Dadurch kannst du schwerere Ausrüstungsgegenstände wie zum Beispiel Sideplates drauf befestigen. Dieser kommt als Klett-Variante, aber auch als Rock-Variante. Bei der Rock-Variante ist der Adapter gleich mit dabei. Alternativ haben wir den Elastik-Kummerbund. Dieser hat Einschübe in dem Kummerbund gleich mit drin. Dort kannst du Magazine oder andere Ausrüstungsgegenstände mit dir führen. Die Vorzüge unserer Weste sind zum einen die versteckte Kabelführung, zum anderen die schmale Silhouette, sei es mit oder ohne zusätzlicher Platte, vor allem aber die Modularität, die sich in allen Terra B-Produkten widerspiegelt, vor allem in diesen. Die Hülle ist geeignet für den normalen Streifenpolizisten bis über den Soldaten bis hin zu den spezialisierten Kräften. Ich hoffe, ich konnte dir die Weste ein bisschen näher bringen, dich von den Features überzeugen. Solltest du trotzdem Fragen haben, kannst du diese gerne in die Kommentare oder per Mail schreiben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du ein Like da lässt, uns abonnierst und auch mal auf unserer Instagram-Seite vorbeischaust. Ich bedanke mich und sage ciao.